Ahu, meine Schildmeiden und Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Accident mit eurem Erik Vikingson. Im letzten Fall haben wir, der letzte Fall, den wir abgeschlossen haben, lieber so anfangen, war ja dieser Goethe an der Küste, der hat uns, oder hat mich, ich weiß nicht, wie es euch hier ging, aber der hat mich ganz schön gefordert, weil ich komplett durcheinander war mit dem, was die eigentlich jetzt hier wollten. Aber okay, wir haben es auf jeden Fall hingekriegt. Ich bin mal gespannt, was wir für den nächsten Fall haben. Den gucken wir uns auf jeden Fall jetzt an. Das Zugunglück. Es ist auf jeden Fall in der mährisch-schlesischen Region in Tschechien. Und es war am 13. Juni 2018 um 12 Uhr. Und wir sind der Wojtech. Und es geht noch um drei andere. Ich freue mich drauf. Zugunglück klingt immer ganz schön. Naja. Man kriegt schon ein bisschen Bauchkrummeln, würde ich sagen. Aber wir gehen rein. Let's go. Oh je, oh je, oh je. Denke bei der ersten Hilfe nicht daran, was den Unfall verursacht haben könnte. Das denke ich gar nicht. Ich denke eigentlich daran, dass ich das auf jeden Fall hinkriege und jobben könnte. Das ist das, was ich denke. Und nicht, wer hier irgendwo schuld ist. Im letzten Ding habe ich gar nicht die Schuld gesehen. Da muss es ja jetzt jeder sein können. Das Fahrradfahrer, der besoffen ist. Der Motorradfahrer, der einfach überholt hat und den Fahrradwagen gefahren hat. Und Wahnsinn. Also der letzte Fall, der... Ja, war schon krass hier. So, wir kommen an. Wir sind der Wojtech in Schlesien. In Tschechien. So. La da 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 da. Oh, da steht schon der Zug. Okay, da steht ein Bus. Ach Gott. Oh, liegt da einer im Gras? Ist doch schon wieder alles uncool hier. Warnblinklichtanlage, Telefon, anrufen. Lösche das Feuer, ich drehe durch. Ich sehe es schon. Komm, ruf an jetzt. Wie, was, habe ich kein Netz? Ach komm, ey, ist doch zum Kotzen schon wieder. Ich habe schon wieder kein Netz, ey. Komm, aufmachen hier. Nimm das und den nimmst du erstmal. Jetzt löschst du das Feuer, löschen. Mahlzeit. Das Feuer ist aus. Ruf die Notrufzentrale an. Jetzt geht er nicht. Ich muss erstmal hier absichern kurz. Wollen die absichern oder was? Na gut, was soll noch kommen, ne? Vielleicht das Ding in der Hand hier. Ich dreh durch. Ach, come on, ey. Jetzt wieder zurück. Ich habe kein Netz. Grüß dich. Hast du ein Telefon? Scheiße, wie soll ich denn jetzt hier schon wieder jemand anrufen? Schiebetür ist eingeklemmt, oh Alter. Ist das ein Telefonhäuschen hier hinten? Oh bitte. Was kann ich hier? Hab ich jetzt Netz? Ach Leute, was macht ihr denn jetzt mit mir schon wieder? Das mache ich ja, kann ich ja nicht umsonst aufmachen hier, das Ding. Hier kann ich nichts machen. Ist meine Batterie leer? Hier liegt ein Baum, Gott sei Dank, ist keiner. Hier gibt es drei Unfallopfer. Drei Unfallopfer. Hier. Tür ist verschlossen. Einsteigen. Mahlzeit. Ach, okay, hallo. Grüßt euch. Radio, da kann ich erstmal anrufen. Sehr gut. Ich glaube, der im Auto hat richtig schwere Probleme. Naja, mach ich. Mach ich. Ja. Jetzt soll ich erst sichern, oder was? Was ist denn mit euch los? Schaltet den Motor beim Fahrzeug ab. Jetzt renne ich wieder hier raus. Komm, du musst dich mal ein bisschen bewegen, mein Freund. Im Zug brauche ich, glaube ich, nichts mehr ab.
abschalten. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich jetzt aber nichts gesehen. Aber wir werden es sehen. Ich denke mal, das wird nur das Auto sein. So, habe ich gemacht. Und wir gehen jetzt zurück zu ihm hier und werden jetzt hier erstmal die Sicherung vornehmen. Auto ausmachen. Let's go. Und dann gehen wir gleich hier dran, weil ich glaube, oh ja. Ihr habt einiges. Komm mal den Sicherheitsgurt ab, bitte. So, er hat hier eine Wunde. Hat er unten rum noch eine Wunde? Nee, okay. Wenn Sie mich hören, er atmet auf jeden Fall, das ist sehr gut. Okay, das ist auf jeden Fall dem, den es richtig dreckig geht. Prüfe den Zustand aller Unfallopfer. Jetzt muss ich zurück. Ich falle um hier. Der genaue Zustand, der genaue Dings. Ich habe ein Navi. Das ist alles kein Ding. Da können wir erstmal schnell den Standort übermitteln. Boah, ist ein geiles Navi. Sah cool aus. So, das haben wir gemacht. Dann wissen die nämlich jetzt schon mal Bescheid, wo wir genau sind. Was eigentlich auch blöd ist, weil ich gucke erst aufs Navi und dann. Ist egal. So, du warst nicht angeschnallt, denke ich mir mal, Freundchen. Ich höre keinen Puls, ich raste aus. Ich höre keinen Atem. So, das ist der Fritz hier, oder wie? Oh, der hat aber auch richtig böse Wunde. Aber ihn höre ich auf jeden Fall, das ist gut. So. Notrufzentrale. Habe ich alles gemacht. Sind unterwegs, sehr schön. Wenn es möglich ist, versuchen Sie, meinem Fahrzeug zu helfen. Das mache ich. Sofort. Oh, das sieht bei beiden knapp aus, ne? Der eine atmet nicht. Er hier im Auto, der sieht richtig mitgenommen aus. Da muss ich mich jetzt absolut beeilen. Und der unten verliert aber schneller Leben, der Zugfahrer. Oder bei. Dem kann ich doch gar nicht helfen. Was? Hilft den Verletzten. Ich kann dem im Auto gar nicht helfen. Und wieso habe ich da unten? Das war ein Beweis bestimmt. Die Schranke ging nicht runter, weil irgendwas kaputt ist bestimmt. Kann ich dir helfen? Der hat gerade sein Brot gegessen. Der hat ein Brot verschluckt. Der hat bestimmt noch ein Stück Brot im Mund. So, nu? Komm mal ran hier. Ach, come on. Okay, heute bin ich schlecht. Ah, jetzt geht's langsam. Jetzt kommen wir langsam rein. Wieder zu langsam. Was ist los hier? Heute geht ja gar nichts bei ran hier. Junge, Junge, Junge. Das war's jetzt hier, oder was? Hä? Prüfe die Mündehöhle. Was? Okay, atmet aber wieder. Sehr gut. Mich auch gerade was im Auge. Die Mundhöhle? Habe ich die jetzt überprüft? Was? Wo war ich denn jetzt gerade? Oh, ich habe was im Auge, Leute. Auch eine Verletzung. Okay, bring die Opfer in eine stabile Seitenlage. Bitte. Okay, wir haben es geschafft. Sie haben auf jeden Fall alle gerettet. Was habe ich denn jetzt im Auge? Ich habe einen Splitter oder ein Stück Brot von dem abgekriegt oder was? Einer wird hier nicht reichen. Ne? So ein Krankenwagen. Da liegt's Brot. Das ist ein Hinweis. Ich wusste, das ist ein Hinweis. Die Kollision führte dazu, dass der zweite Fahrer an seinem Essen erstickte. Was? Der Lokführer prallte auf die Steuerungskonsole. Okay, 2. Okay, 2.
Ja, ich muss bestimmt darüber einmal. Weil ich da ja hier nichts gucken kann. Eine Delle ist klar, da ist der Zug angefahren worden. Ist es hier unten der Fall? Da. Unzureichender Hinweis, schade. Unzureichender Hinweis. Pass mal auf, das hier ist der zweite Hinweis, glaube ich. Oder der letzte. Ja. Das Steuerpult ging nicht. Okay, der Fall ist natürlich ganz klar. Das ist ganz, ganz klar. Das ist natürlich eine Tragödie hier ohne Ende. So, die Barriere funktionieren aufgrund eines verbrannten Sicherungskastens nicht. Punkt Nummer 1. Das Ding ist, der Van wird von einem Zug angefahren, weil die Schranken nicht runtergehen. Nummer 2. Der Lokführer durch einen Aufprall knallte auf das Ding. Nummer 3. Und der andere erstickte an seinem Essen. Nummer 4. Szenario beendet. Das war mal schön. Das war mal herrlich. So. So. Demiro Schlaf. Das lesen wir gleich. Ich klicke die jetzt alle ab hier. So, pass auf. Und wir lesen das jetzt zusammen. Der Miroslav. Die Kollision hat Miroslavs innere Organe großen Schaden zugefügt, glaube ich. Bei seiner Ankunft im Krankenhaus wurde er direkt in die Notaufnahme geschickt, wo er einen langen und schwierigen Operationen unterzogen wurde. Die Genesung war ebenfalls langsam und schmerzhaft, aber dank der Kompetenzen und des Fachwissens des medizinischen Personals kehrte er wieder zu einem normalen Leben zurück. Das ist sehr gut. Franicek war der Zugführer. Glücklicherweise erlitt Franicek nur eine kleine Gehirnerschütterung. Die oberflächliche Wunde auf seiner Stirn heilte schnell. Nach einer Woche im Krankenhaus wurde er wieder entlassen. Und der Peter, das war der mit seinem Brötchen, der hat auch überlebt, Gott sei Dank. Peter erstickte fast, als das Stück Essen in seinem Atemweg steckte. Zum Glück waren sie früh genug vor Ort, um ihm zu helfen. Kurz nach seiner Ankunft im Krankenhaus erlang er das Bewusstsein wieder und verwies es einige Tage später. Szenario beendet, wir gucken es uns natürlich an. Ah, da kommt der Zug. Da beißt er in sein Brötchen. Oh Mann, ey. Alter, da kannst du froh sein, dass der den noch links getroffen hat, ne? Auf der Beifahrerseite. Wenn er den auf der Fahrerseite getroffen hätte, wäre er rum gewesen. Das hätte er doch nicht überlebt. Pah, krasse Geschichte. So, wir haben eine Nachricht. Ich hoffe, wir haben neue Fälle. Zack. Abgesloten. So, mein Junge. Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch. Alle Fälle gelöst. Ich muss zugeben, du bist viel besser, als ich erwartet hatte. Du hast Amy sogar übertroffen und ich dachte, das sei nicht möglich. Wie dem auch sei, du musst nun warten, bis es neue Fälle vorgibt. Wirklich klasse, bin stolz auf dich. Wie, was jetzt neu, keine Fälle mehr? Wie, es gibt keine Fälle mehr? Wie, sind wir jetzt durch hier schon, oder was? Das war das Game? Nein. Nein, 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 nein. Mann, das gibt's jetzt nicht so ernst, oder? Wir wussten, dass es nicht lange geht, dass es nur so ein kleines Dingens ist, aber wow. Okay, ihr Lieben, ja, dann was ist, ne? Dann sind wir hier durch mit Accident. Er trifft mich auch gerade ganz hart. Ich hätte echt gedacht, dann war. Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich vielleicht irgendeinen DLC noch für Accident bekomme. Sollte das nicht der Fall sein, mache ich mir natürlich einen anderen Plan und ihr seht dann den Grantelbart, denke ich mal, irgendwo wieder. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Das war die Staffel Accident. Schön war es, wenn neue Fälle rauskommen. Werde ich mal gucken, ob wir da nochmal was dazu machen. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss, euer Eric. Ciao, ciao.